Ja moin Leute, eFoxJob hat mir das THL 2015er Flaggschiff zugesendet und ich selbst wollte auch gerne mal so sehen, was man denn so eigentlich gerade auf dem chinesischen Markt bekommen kann und das THL soll mir diese Fragen jetzt hier beantworten. THL steht für Technology Happy Life, wie es auch auf der Rückseite hier von dem Gerät vermerkt ist. Das Ding selbst ist ein relativ solide gebautes Smartphone, es hat einen Stahlrahmen ummantelt und eine Plastikkappe, die sozusagen die Rückseite abschließt. Dort sitzt dann auch die Kamera und ein Fingerabdrucksensor und dort drunter ein 2700 mAh Akku, zwei SIM-Kartenslots, also eine Micro-SIM-Karte und eine normale SIM-Karte und die Möglichkeit der Speichererweiterung mit einer Micro-SD-Speicherkarte. Außerdem gibt es hier noch einen Lautsprecher, aber ich muss sagen, ich war erst davon überrascht, aber dann auch irgendwie schwer enttäuscht. Er lässt sich zwar schwer abdecken, da unter der hinteren, also da unter der Plastikverpackung liegt, unter dieser Plastikabdeckung und deswegen immer zu hören ist, aber der Klang verändert sich ziemlich stark je nach Handposition und er klingt auch relativ günstig und hohl. Dazu kommt dann noch, dass bei mir Ton und Bild immer asynchron gelaufen sind und das geht für YouTube und für Filme einfach gar nicht. Die Front schmückt eine 8-Megapixel-Kamera, die für eine Frontkamera wirklich in Ordnung ist und gute Fotos, also wirklich gute Fotos macht. Ich bin sehr zufrieden damit. Ein 5-Zoll Full-HD-Display und drei kapazitive Tasten für Menü, Home und Zurück. Das Display ist laut der Verkäuferseite ein Super AMOLED-Display, aber nach meiner Auffassung ist es ein LCD. Zwar ein relativ gutes LCD, also die Farben sind durchaus stark und korrekt, ist zwar ein bisschen warm kalibriert, aber die Schwarzwerte sind durchaus okay. Mich stört allerdings der dicke Displayrand. Wirklich ansprechend finde ich, sieht das Gerät damit nicht gerade aus. Dazu kommt noch, dass im unteren Displayrand diese drei kapazitiven Tasten sind. Und ob man das mag oder nicht, muss man natürlich auch irgendwie selber entscheiden. Ich persönlich würde aber auf On-Screen-Tasten setzen, weil vor allem auch hier die Hintergrundbeleuchtung dann besser wäre als bei diesen Tasten hier, weil die ist echt nicht so toll. Und das ist schade. Unter der Haube läuft ein MediaTek Octa-Core Prozessor und darauf dann Android 4.4.4 KitKat. Und das Ding hat doch genügend Power für das Handy. Flüssig ist eigentlich alles, was so Spiele anbelangt. Das System selbst hat manchmal ein paar Framerate-Einbrüche, aber es ist okay, wenn man den Preis von ca. 200 Euro bedenkt. Ich finde es aber witzig, dass das Gerät diese ganzen TouchWiz-Geräusche macht. Also diese ganzen Blob- und Flutsch-Sounds, die so TouchWiz macht. Das kommt aber nicht von THL, oder? Softwaremäßig hat man Android mit einem Skin versehen. Es gibt ein paar eigene Apps, sowie den Sicherheitsmechanismus durch den Fingerabdrucksensor und man kann bestimmte Apps und das System damit absichern. Der Scanner funktioniert nur bei ganz geraden Bewegungen, was eigentlich wirklich schade ist, aber es gibt wenigstens einen, wenn man ihn benutzen möchte. Interessant fand ich, dass es einen funktionierenden Flash-Player gibt und der funktioniert sogar ziemlich zuverlässig. Ich habe da mal so ein kleines Flash-Game gespielt online und es funktioniert. Aber ansonsten findet man nichts Besonderes unter den Apps, was irgendwie jetzt super special wäre. Das Einzige, was mich richtig enttäuscht hat, war die Kamera. Die ist einfach, naja, grottig. Diese 13 oder 18 Megapixel Kamera, also auf der Website wird gesagt 13, im System sind es auf einmal 18. Meiner Meinung nach ist die schlechter als die Frontkamera. Wenn man also Fotos macht, dann lieber mit der Frontkamera. Ich glaube, ich habe noch nie jemandem sowas Lustiges empfohlen. Ja, aber die Bilder sind total weich gezeichnet, sie sind unscharf. Also einfach nicht toll. Ich meine, guckt sie euch an. Es ist, naja, mit den 13 und 18 Megapixeln auch ein bisschen verwirrend. Aber da sie sowieso nicht so pralle ist, war es mir dann irgendwie auch egal. Die Megapixelanzahl sagt eben gar nichts über die Qualität einer Kamera. Vom Akku her kommt man ziemlich gut durch einen Tag. Viel mehr ist aber auch nicht drin. Aber es reicht für den Alltag meistens aus. Es gibt auch LTE, aber nicht alle deutschen Frequenzen. Wenn es also einem wichtig ist, sollte man da nochmal seine Frequenzen, die man selber benutzt, nochmal abchecken, wenn man LTE braucht. Wer also ein Handy mit LTE braucht, was nicht super teuer ist, mehrere SIM-Karten unterstützt, einen Micro-SD-Speicherkarten-Slot hat und einen austauschbaren Akku, dann ist das vielleicht euer Gerät. Ich meine, für den Preis bekommt man im Endeffekt doch eine ganze Menge Gerät, wenn man so drüber nachdenkt. Für alle anderen, es werden noch mehr Videos zu anderen Geräten kommen. Ein Blick ist es trotzdem wert. Also schaut mal auf der Website vorbei. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine, schnelle Review hier gefallen. Was denkt ihr von der Konkurrenz aus China? Kommt dort jetzt bald irgendwie so krasse Sachen, man sieht ja so auf der Cebit, von dem, was ich gehört habe, gibt es jetzt auch viele Sachen, die aus China kommen. Deswegen haben wir bald alle Smartphones, die nicht mehr nur dort produziert, sondern auch dort entwickelt worden sind. Ich bin ja gespannt. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht einen Like, wenn es euch gefallen hat. Dann vielen, vielen Dank und wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.